Es gibt eine Sache, die mich wirklich traurig macht. Denn scheinbar gibt es immer noch viele Menschen, die nicht verstehen, worum es beim Kochen eigentlich geht. Während ich es euch erkläre, mache ich hier selbstgemachte Cevapcici. Es geht nicht nur ums Sattwerden oder Fertigprodukte, die total künstlich sind, einfach in die Pfanne zu hauen. Vielmehr geht es darum, ein Bewusstsein für die unterschiedlichsten Produkte zu entwickeln, dabei die eigene Kreativität und die Abhängigkeit von Mutter Natur zu verstehen. Die meisten verbinden Kochen mit Stress, weil sie die Sache aus einer falschen Perspektive betrachten. Dabei ist Kochen die beste Art zu meditieren, um seinen stressigen Alltag mal hinter sich zu lassen. Die Liebe zum Detail und die Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn man etwas selber gemacht hat und es auch noch schmeckt, ist unbeschreiblich. Insbesondere im Vergleich zu den Fertigprodukten sprechen wir hier von Welten.